Was geht ab, meine lieben Freunde? Gerade eben ist ein Video in den sozialen Netzwerken viral gegangen, das Nika Edani und eine Gruppe zeigt, die über die Vergewaltigungsvorwürfe diskutieren. Das Video hat der Rapper Damar veröffentlicht und in dem Ausschnitt sagt Nika Edani deutlich, dass sie durch ihre Freunde angestiftet wurde, Samrat um 3000 Euro zu erpressen. Letztlich bin ich der Meinung, dass es nicht wirklich etwas beweist, aber Damar hat angekündigt, bald das gesamte Video zu veröffentlichen, falls Nika Edani die Wahrheit nicht einräumen sollte. Wenn wir aber ehrlich sind, ist das auch von Damar eine Art Erpressung. Am Ende des Videos kommt aber auch ein kleiner Ausschnitt, der wahrscheinlich bald veröffentlicht wird. Und da sagt Nika Edani eindeutig, dass es keine Vergewaltigung war. Aber in welchem Kontext sie das gesagt hat, wissen wir nicht. Also können wir nur abwarten und Tee trinken. Aber schaut euch selbst das Video an und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Bitte bleibt fair und korrekt zueinander, denn wie immer kann jeder seine Meinung haben. Peace out. Hey Leute, mein Name ist Damar. Ich möchte mich zu einem großen Ereignis äußern, was in der letzten Zeit passiert ist, was in dieser Rap-Szene passiert ist, was mir sehr am Herzen liegt. Ich finde es gut, wenn man sich für Frauenrechte einsetzt. Aber ich finde es sehr schlimm, sehr traurig, wenn Menschen das zu ihrem Vorteil missbrauchen. Guck mal, leider gibt es zu viele Frauen, die wirklich darunter leiden. Deswegen bin ich der Meinung, dass ich mich dazu äußern muss und hier einige Sachen aufklären sollte. Ich habe Nika jetzt kennengelernt. Ich bin an diesem Thema mit Mitleid und Mitgefühl rangegangen und habe im Gespräch festgestellt, dass manche Sachen gar nicht der Wahrheit entsprechen. Also ich wollte das alles gar nicht, aber... Aber willst du jetzt vor Gericht gehen? Hat er gesagt, du sollst dich aussagen. Nein, er hat gesagt, also der Bruder von Samra meinte, wir setzen uns hin mit Samra und mir und dem Bruder von Ashraf und dann versuchen wir das familiär zu klären. Schwöre, sag, gib mir 30.000 Euro, ich hab meine Fresse. Guck mal, das ist so krank, ne? Genau sowas. Das mach so. Genau sowas. Vor 8 Monaten haben meine besten Freunde, meine Jungs aus meiner Hut, mich die ganze Zeit genervt. Guck mal, Nika, ich gebe dir jetzt die Chance, die Wahrheit einzuräumen. Sollte es nicht so sein, werde ich heute in einer Woche das komplette Video veröffentlichen. Mann, Nika, es gibt wirklich zu viele Leute, die vergewaltigt worden sind. Und bis heute nach Jahren darunter leiden. All diese Leute trittst du den Gefühlen mit Füßen, indem du das Wort Vergewaltigung fahrlässig in den Mund nimmst. Nur um bekannt zu werden? Es war keine Vergewaltigung, Man sagt, die Lüge gewinnt den Sprint und die Wahrheit den Marathon.